Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6 mit eurem Sparkranjol und eurem Geilo Klumpi. Schaut mal, was ich hier in der Hand habe. Bewertet sehr gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung. Da ist, wie ihr hier sehen könnt, einiges verlinkt. Jetzt aber erstmal. Und wow! Hier gibt es gerade eine Art Halloween-Event, das Sammlungsevent. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gespielt habe. Ich glaube nicht. Wenn ich hier ein bisschen spiele, dann bekomme ich eine Kiste. Und wenn ich noch sehr viel mehr spiele, dann bekomme ich sogar noch bessere Kisten. Wir gehen einfach mal rein. Ich glaube, ich kann jetzt soweit alle spielen. Es gibt aber auch noch Special Maps, wo hier irgendwie was leuchtet. Ich weiß, was soll das? Warum? Ist ja auch egal. Dann noch das da. Da gibt es noch ein paar Bonusbelohnungen. Aber irgendwie würde ich gerne die neue Waldhütte spielen. Weil das so gut passt. 4 Stück. Oh Mann. Und was ist, wenn ich hier auf das Ding gehe? Was kriege ich dann? 16. Ja, okay. Alles klar, Spiel. Gibt es hier noch eine tolle Map, wo das dran geklebt wurde? Ja, die Harke. Ich weiß ja nicht. Nee, ich entscheide mich trotzdem für die tolle Waldhütte. Ich kann ja noch privat weiterspielen, um mehr Bonbons zu bekommen, ne? Das sieht doch schon mal schön aus. Er dreht sich aber nicht wie blöd im Kreis, wie ich es eigentlich gerne habe, sondern läuft einfach nur die Strecke ab. Zweifach? Ah, wegen dem Booster. Das wird jetzt angezeigt. Ah, ja, 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 okay. So, was mache ich denn in dieser tollen Folge? Erstmal klicke ich mich hier doof durch die Map und... Ah, da kann man auch was triggern. Sehr gespenstisch. Ja, okay. Es gruselt mich schon. Die Brücke ist auch nicht so stabil. Und das Auto kann ich entfernen, um da was hinzuplatzieren. Ja, okay, okay, okay. Ich weiß nicht warum, aber es lacht mich gerade doch an, gerne mal wieder den Fallschutz, Schützen hinstellen. Da wäre ich aber doch schon ein bisschen sehr limitiert. Möchte ich das? Ja, eigentlich würde ich gerne, ich weiß nicht. Am sinnvollsten wäre es, glaube ich, hier einen Affen zu wählen, der auch noch was zum Freischalten hat. Und scheinbar patchen die das auch immer weiter. Denn ich habe gesehen, dass man jetzt auch, wo ist er? Ich glaube zumindest, das ist neu. Den Wurfallaffen auch dahingehend upgraden kann. Genauso wie den Bumerangaffen. Aber da fehlt mir leider einiges. Das ist ein bisschen blöd. Ja, wen spiele ich denn? Ich glaube, ich gehe auf den Bumerangaffen. Der war doch immer sehr nett zu mir. Wo bist du denn? Bumerang, da bist du ja. Feiner Junge. So, und dich platziere ich. Ich war hier einfach hin. Oh, das fühlt sich alles so falsch an. Ja, das ist, der wird ja noch breiter, ne? So in dem, weißt du? Ich könnte aber auch ein bisschen was ausgeben und hier was hin platzieren. Das wäre doch mal lustig, oder? Probier's mal aus. Ja, das sieht doch gut aus. Lecker Schmecker. So, schön an den Rand. Und dann skille ich dich auf die Moorbeherrschung zum Wegkicken der Schiffe und auf die Mitte zum schneller reinböllern. Okay, schneller werfen, Langstreckenbumerang, ja okay, sehr toll, glühend heiße Bumerange, ja okay, sehr heiß, ja. Und ich habe kein Geld mehr. Dann starte ich. Ja, ist sehr stark. Sehr, sehr stark ist das. Das hat er geschafft. Runde Nummer 2. Oder in dem Fall Nummer 4. Das sieht aber nicht so gut aus, finde ich. Da müsst ihr noch mal ein bisschen keschern, bitte. Gebt mir ein bisschen Geld. Hallo. Kannst du jetzt mal schneller gehen hier? Was soll denn das? Noch die Runde? Dann habe ich's. Dann kann ich ja einmal den Kili-Bumerang holen. Wirft schwere Kili-Bumeränge, die nicht in Kurven, sondern geradeaus fliegen. Okay. Ja, das klingt schon krasser. Weiß nicht, ob es das auch ist, aber solange es so klingt, ist mir alles egal. Und ich würde auch eigentlich noch gerne hier einen Wurfelaffen platzieren, damit er zumindest noch ein bisschen Erfahrung bekommt und ich eventuell irgendwann da auch das Krasse bekomme.
scharfe Schüsse. Obwohl, nee, Moment. Ich kann ja mal smart sein und hier auf das gehen. Denn dadurch kann ich die Keramikblumen auch zum Platzen bringen. Ja, das hätte ich gerne. Gehe ich bei dir auf das obere, scharfe Schüsse. Kann mit jedem Schuss einen zusätzlichen Blumen platzen lassen. Dann noch, kann mit jedem Schuss zwei zusätzliche Blumen platzen lassen. Und Nagelkatapult, das macht auch irgendwas Krasses. Ja. Jetzt brauche ich nur noch Moloch. Dann schneller schießen. Und auf Stärkster bitte gehen. Na komm. Alter, wie er sich da abmüht. Pff, wirkt so, als wäre die Stelle nicht gerade optimal für ihn. Aber ich bin sehr beeindruckt von seiner Geschwindigkeit. Bitte komm schon noch ein bisschen hier. Ich will doch den Moloch haben für die Bleidinger, dankeschön. Ja, und den upgrade ich jetzt einfach gar nicht mehr. Das brauche ich nicht. Dann noch als nächstes Benjamin, damit der ein bisschen levelt. Und ich werde ausnahmsweise, oder werde ich das? Keine Banken bauen oder Plantagen. Soll ich? Eine zumindest? Eine kann ich schaden, oder? Komm, eine einzige, bitte. Die packe ich hier unten schön in den Wald. Dann kommt da noch ein Arbeiter hin, der das dann alles insammelt. Na komm. Und dann auf erhöhte Produktion, größere Produktion und Mitte. Wertvolle Bananen. Joch, da geht der erste Getarnte durch, aber das darf er auch. Das gönne ich ihm. Dann Moorabdruck und... Dann definitiv etwas für... ach nee, Benjamin erstmal, genau. Benjamin is in the house. Den habe ich vermisst. Ja, was geht denn da ab? Ich hätte gerne einen leckeren Eisaffen, der dann hier immer irgendwie alles so ein bisschen kalt macht. Doch. Und bei dir gehe ich auf die Mitte für den arktischen Wind und auf das obere. Denn dann kann ich hier ein bisschen was von dem Eis noch benutzen. Also von dem Wasser, was dann zu Eis wird. Und dann darf ich da weitere Affen aufstellen. Arktischer Wind. Dauerfrost, Kältewelle. Ja, sehr schön. Jetzt kann ich hier nämlich ein Feuerding hinstellen. Auch wenn das ein großer Widerspruch ist. Dann gehe ich bei dir auf das obere und das untere. Was soll das? Hallo, nein. Was mache ich jetzt? Lass mich überlegen, wo ist er denn? Nein. Ich bin überfordert. Ach, geh einfach durch. Ist mir egal. Ich baue jetzt gar nichts um. Ich sollte diesen Jungen stellen, damit der hier auf den Reinigungsschaum gehen kann. Damit die alle enttarnt werden. Dasselbe dann nochmal hier vielleicht. Schön auf die Mitte. Sehr, sehr günstig. Und dann einfach nochmal. Ich habe doch die Kohle dafür. Warum denn nicht? So, und bei dir wollte ich auf das obere, ne? Auf obere. Genau, da habe ich mir gerade noch die Frage gestellt, ob es Sinn macht, nicht da auf die Mitte zu gehen. Für die krassere Range. Aber ne, paar Shots. Und dann mehr Reißnägel. Mich juckt das nicht. Oh, kannst mir leisten. Feuerring. Dankeschön. Ich würde ihn aber doch gerne noch ein bisschen umplatzieren, oder? Macht das Sinn? Dafür bräuchte ich dann aber auch wieder einen Schmelly-Mob da. Nee. Hier nochmal Schneesturm. Jetzt kann ich da mehr platzieren. Und das mache ich dann jetzt gleich auch. Aber erstmal die Bananenblutdutsche. Zack. Und weitere Bumerinkitz-Äffchens. Warum auch immer ihr da in die Lücke passt. Hä? Was ist denn da los? Oh, hallo Schiffchen. Ja, okay, danke, dass du es geschafft hast. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Jetzt wiederum sieht es, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus, denn ich habe zwei Bumerangelchens. Und hier gehe ich auf den Stunnen. Auf den Stunnen und auf die Mitte. Zack, zack, zack. Schneller nachladen, genau. Das ist nämlich, finde ich, sehr, sehr gut gegen die Masse. Blumen, Aufschlag. Ja, das macht die sehr viel langsamer. Und weil ich ihn gerade erwähnt hatte, den Fallschussschützen. Schön hierhin. Da. Damit er dann immer... Moment. Dahin schießt. Ja. Und bei dir würde ich gerne auf das GLP-Upgrade gehen. Bedeutet das obere und das untere. Zack. Laserschock. Schnellschwing. Starke Wurfpfeile. Da sieht man auch schon das schwarz-weiße Muster. Und da ist er. Ja. Noch einmal, glaube ich. Dann sieht er echt spitze aus.
Dann noch als Massenbackup vor allem. Hier einmal die Nagelfabrik. Na komm. Na komm. Bitte. Ja, komm. Dahin. Und da. Für die Masse auf schnellere Produktion und langlebige Nägel. Das finde ich sehr wichtig. Genau. Tödliche Nägel. So. Dann spare ich noch ein bisschen. Und dann gönne ich mir hier das Bananenforschungszentrum. Tada! Mal an die ganzen Leute, die da vielleicht etwas mehr Ahnung haben oder sich informiert haben. Gibt es schon irgendeinen Satz, irgendeine Aussage zu dem nächsten Bloons Tower Defense Teil? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Oh, ich kann es mir kaufen. Bloon Gebiets Abwehrsystem. Die vierläufige Automatikkanone kann auf Autoangriff eingestellt werden. Ja! Und da ist es. Ist das schön. Guckt ihn euch an. Blau-schwarz gestreift. Genau wie ich. Hier, ich zeig's euch nochmal. Schön, oder? Aber warum ist der Klumpi da gerade weggesprungen? Hallo? Hallo, bleib doch da! Ey! Was soll das denn? Na, nicht nach oben. Bitte andere Seite. Dankeschön. Jetzt auf zielunabhängig, genau, denn das habe ich ja gerade freigeschaltet. Der bewegt sich jetzt dahin, wo er halt Action sieht. Inferno-Ring, oh ja, können wir auch was holen? Absolut null, nee. Was hole ich mir denn? Eigentlich hätte ich gerne die Moab-Beherrschung. Ist nicht mehr so weit weg. Nur noch 15.000, dann kann ich es mir leisten. Ja, das wird dann aber gar nicht so krass Damage machen. Weil irgendwie eh keiner bis nach da kommt. Ich glaube, ich setze einfach noch ein. Warum nicht, ne? Dann packe ich dich, Opferino, schön hier hin. Und dann gehe ich bei dir auf die Mitte und auf das untere. Oh ja. Wie er jetzt hier alles trifft. Schön auf stärkster. Und dann hole ich auch noch. Wo ist es? Das Affendörfchen. Um hier alles so ein bisschen abzugraden. Und da hätte ich gerne das Primär-Mentoring. War ja auch gar nicht so teuer, ne? Oder? Nee. 2700. Dann noch Wachstumsblocker, Radarscanner. Außerdem erhalten alle Primäraffen in Reichweite mehr Kraft. Oh ja. Das musste ich mir jetzt gönnen. Das gilt ja für alle Bumerang-Äffchen, weil das sind Primäraffen. Blau bedeutet Primär, falls ihr das noch nicht wusstet. Hallo, nein, ich will den nicht. Hallo. Danke. Und ich hab's. Moab-Beherrschung. Ja. Und jetzt, warte, ich zeige euch das, sobald was Rotes oder so kommt. Da, ja, ja, das ist was Rotes. Da seht ihr das? Der, ist der das? Hä? War der Effekt schon immer da? Der kickt die auf jeden Fall immer schön zurück. Und das finde ich richtig cool. Das ist einer der coolsten Fähigkeiten im gesamten Spiel. Meiner Meinung nach. Und ich packe direkt noch einen da hin. Ja. Und schön wieder auf das untere und auf stärkster. Das kaufe ich mir jetzt ganz oft. Ist hier noch Platz für einen, bitte? Oder war wirklich Platz? Hallo? Ja, da. Da war es doch gerade. Hier. Da. Jetzt geh doch da hin. Irgendwo da unten. Ja. Oh. Jetzt hier auf das Morddruck. Uiuiuiui. Heide Witzka, ist das krass. 62.000 für das andere Upgrade. Das werde ich nicht mehr in dieser Runde hinbekommen. Oder ich verkaufe gleich die Bananenplantutsche. Dann könnte es eventuell funktionieren. Ich bin mir aber nicht mal da sicher. Ja komm, ich kann aber das da mal wegwerfen. Alter, der Reichsnagelwerfer war ja absoluter Trash. Dann noch hier den Affenpionier. Ach, dann auch noch, komm, ich schaff's doch eh, die Nagelfabrik. Dann noch hier gleich die Bananenplantutsche. Und schon habe ich genug Cash. Bitte. Ja, 20.000 reichen. Okay, ich verkaufe dich, Bananenplantutsche. Sorry. Bloon. Ausschlusszone. Oh, jetzt ist er zu einem viel größeren GLP-Mutanten geworden. Verbesserung auf 6 Läufe und massiv erhöhter Schaden. Dem Bloons wird die Existenz geraubt. Ja, wenn sie in seiner Range sind. Und das sind sie scheinbar nicht. Das macht mich... Ah doch, okay, ein bisschen traurig. Ja, ist aber auch nicht ganz optimal platziert. Aber da machst du nichts. Hauptsache, ich schaff's. Und das sieht gerade sehr gut aus. Ist aber auch keine schwere Runde.
Ich glaube, ich werde im nächsten Video dann zum zweiten Mal eine eigene Map kreieren. Da bin ich mal gespannt. Ich habe schon wieder ganz vergessen, welche Möglichkeiten ich da überhaupt habe. Wir werden es sehen, Leute. Und dann möchte ich auch, dass ihr die spielt, wenn ihr das Spiel besitzt. Das wird mich sehr freuen. Oh, das war's. Gurm Let's Play, Chef Detective. Türme platziert 17. Geld generiert gerade mal 83.000. Naja. Und ich habe 4 Bonbons bekommen. Geh mal zurück. Klick hier auf das Event. Und geh eine Runde weinen, weil ich kann mir überhaupt nichts davon kaufen. Schade, schade. Aber gut, das muss ich auch gar nicht. Dann bewertet sehr gerne das Video. Schaut auch hier in die Beschreibung. Den GLP-Hoodie gibt es nämlich endlich wieder zu kaufen. Bis Daniel, euer blunshaftiger Spinjul. Tschüss, bis dann.